Moin, herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von dem Match Experience. Hella. Er versucht gerade den Moonwalk gegen Friesenjung. Ja, gut, dann kann ich ihn ja auch jetzt ruhig jetzt zum Mond schießen, dann passt das mit dem Moonwalk ja. Ja, genau, gucken wir mal. Angeblich soll ich ja heute kalte Füße kriegen. Mal gucken, wenn es hier nicht schon so kalt wäre, dann wird das vielleicht funktionieren. Aber aufpassen, ich habe Fußbodenheizung. Oh, ja, ist denn tatsächlich noch was kalt bei euch? Nee, gar nicht. Also heute Nachmittag, als ich Feierabend gemacht habe hier in der Schweiz, hatten wir 16 Grad. Alter. Da kommt Freude auf. Ich würde sagen, wir legen los. Genau, machen wir so. Genau, so machen wir das. Bis dann. Ciao. Tschüss. Jo, jetzt haben wir hier Fahrzeuge, die wir jetzt hier gerade gar nicht brauchen. So. Ich möchte mal wissen, wie viel Raps ich denn jetzt hier gemacht habe. Das ist ja nicht alle Welt hier gewesen, das Feld. Und ich brauche 100.000 Liter oder sogar 150.000. Ne, 100.000 brauche ich. Also ich brauche etwas mehr als zwei von diesen Wagen. Ja, wobei, da sollte ich jetzt eigentlich genug haben. Oh doch. Also nicht jetzt schon genug, aber... Raps, 39.000. Ja, da brauche ich aber nicht noch ein Feld mit anpflanzen. Ne, den wollte ich gar nicht. Den wollte ich... Brücke Hof. Wobei... Ne, das wäre Quatsch. Dem jetzt Brücke Hof zu geben, den fahren wir mal von Hand. Alles Weitere läuft ja noch. Ich muss mal eben gucken. Ah, seht ihr? Das läuft nämlich nicht alles noch so weiter. Ja, einfach mal so während der Fahrt den Rückwärtsgang reingehämmert. War nicht schlecht. Na, wie sieht es denn mit dem Feld aus? Ist es schon erntereif? Das wäre ja genial. Das wäre absolut genial. So. Wir gucken mal und ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, das ist tatsächlich nur noch hier die letzte Bahn über. Oder? Ja. Und dann Feld 10 Hofsilo. Ja, so viel ist es auch nicht mehr. Das hätten wir auch noch. Die zwei Bahnen hätten wir nur, falls auch noch. Muss man kurz kaufen. Ja. Immer dieser Kaufwahn. Shoppingwahn. Abfahrer entlassen. Achso, ich wollte gucken, ob das Feld denn jetzt schon reif ist. Feld 12. Yes, ist erntereif. Das heißt, der ist aber erstmal egal. Der ist erstmal wichtig. So, dann müssen wir mal eben schnell hinfahren zu Feld 12.
anfangen zu dreschen. In dieser Wahnsinnsgeschwindigkeit, ey. Muss man ihn verkaufen? Ja. Alles erledigt. Habe ich nichts von gemerkt. Das ist gut. Ja. So, da sind wir bei Feld 12 angekommen. Und jetzt wollen wir mal gucken. Ich müsste mal berechnen. Jo, berechne er. Ja. 12, 13, 13.6. Vier, würde ich sagen. Was hat er denn voll gemacht? Die Schweine. Ah, ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, jetzt wird's knapp. Hat er profitiert durch meine Dummheit. Er profitiert durch meine Dummheit. Weil ich die falschen Schweine gekauft habe. So, erstmal müssen wir hier gucken, was sie denn hier gerade alle machen. So, was machen wir denn jetzt? Machen wir jetzt Mais? Machen wir Soja? Soja wollten wir machen, ne? Ja, lassen wir ihn mal machen. Kann sich ja mal kaufen. Unser eins sieht dann dafür zu, dass ich hier mal mit Früchten was verdiene.
Sojabohnen. So, habe ich dafür schon einen Kurs hier für Feld 10 mit der großen. Und nochmal müsste ich berechnen. Ja. So, den müssen wir auch gleich erstmal tanken. Ich weiß auch gar nicht, ist hier irgendwas offen? Nö. Nix offen. Die Produktion läuft noch. Dann fahre ich doch erstmal. Hier war da auch irgendwo die Tankstelle, oder? Ja, da oben. Kann man da erstmal tanken. So, dann wollen wir mal einen Kurs einfahren. Hierfür, weil den haben wir noch nicht. Den haben wir noch nicht. Na, mit Glück habe ich die 100.000 hiermit schon voll. Ja, das ist Halbzeit. Und die Zeit lassen wir nochmal laufen. Mein anderer Timer funktioniert gerade nicht. Immer noch nicht, ja, ist richtig.
Ja, hat mich 300.000 Euro gekostet, 400.000 Euro dieser Fehler, den ich da gemacht habe. Ja, hätte ich auch da oben reinfahren können, ne? Merke ich selbst, ist doof. Egal. Fahr doch einfach mal aus dem Weg. Einfach mal nicht im Weg stehen. Feld 12 Hofsilo suchen auf Feld 12. Direkt abgezogen scheinbar. Okay. Wie es da läuft. Dass ich mir noch einen von geholt habe, naja, egal. 17.000 machen wir nicht arm. Also nicht noch ärmer als ich schon bin, meine ich. Da pflanze ich gerade schon Soja an. Hat sich denn mit den Feldern hier sonst irgendwas getan?
was Interessantes drauf. Ah, er macht schon Raps zu, ne? Ja. Ja, hab's aber nicht. Noch nicht. So, und das waren dann die Kühe. Ach, du musst ja eine Kohle haben. Hast jetzt 1 Million ausgegeben bei ihm? Nö, die habe ich noch im Stall gehabt. Achso, okay. Ja, cool. 6 zu 4, Glückwunsch. Oh, unglaublich, sowas kannst du? Ich dachte, du kaufst immer nur. Nee, nee. Ah, setze mich jetzt 6 zu 4. Setze mich ganz schön unter Zugzwang. Ganz klar. So, dann wollen wir zu Aldi fahren. Wo ist Aldi denn? Aha. Was bringt er denn da? Geht ihm mal gar nichts an. Das ist doch bestimmt Raps. Meinst du? Warte mal, was sagt denn der
Ja, da ist auch Raps drin, sehe ich doch schon. Ja, wird knapp für mich. Wird knapp für mich, würde ich sagen. Hier eine Mücke im Zimmer, ist ja unglaublich. Mitte Brücke. Brücke hoch. Ich muss mal generieren. Ja. Die ist. Aldi, da unten. Alles klar. Dann fahren wir da doch mal eben hin. Wir verkaufen hier mal ein bisschen Mehl. Zum Glück nicht ganz am Hintern der Welt, sondern hier so mittendrin. Vario, durchdrehende Reifen, kümmere ich mich gleich drum. Oh, gleich ist vorbei. Bei mir hat zwar jetzt Pling Pling gemacht, aber ich bin gerade noch Sachen am Verkaufen. Das würde ich gerne noch eben zu Ende erledigen. Ist ja, das okay? Ja, das würde ich auch gerne noch durchlaufen lassen. Bei mir sind auch tatsächlich noch Sachen im Verkauf. Ja, sehr schön. Müssen wir uns gleich bloß auseinanderklabüstern, was was ist.
Ja, ja. Hast du noch Saatgutkosten? Ja, habe ich jetzt gerade gekriegt. Ja, übernehme ich gerade. Ich muss mal eben kurz zum Baumarkt hüpfen. Ja, die Einnahmen, das müssten deine sein. Naja, das sind meine. Yep, yep, yep. Bist du denn schon durch, oder wie? Nee, da läuft noch was. Unglaublich, der scheffelt hier eine Kohle. Ja, dann machen wir halt noch 5 Minuten länger heute, ist doch egal. Ja, ich muss eben, wie gesagt, also ich verkaufe auch noch, ich springe da gleich mal hin und guck, wie weit ich da bin, aber im Moment verkaufe ich dennoch. Ja. Verkaufst du denn so viel? Nee, aber ich habe gerade erst angefangen. Ach so, weil dann lasse ich das jetzt mit der zweiten Ladung, die hier noch ankommt. Ja, ich guck mal eben nach, wie weit ich da bin, dann kann ich das gleich sagen. So, eben einmal rüber. Boah, ruckelt das. Eine Palette, die ist jetzt gleich durch. Ja, okay, dann lasse ich das. Also ich habe hier noch 1, 2, 3, 3,5 Paletten stehen. Die laufen auch noch. Also sind die nächsten Einnahmen ernt, das dürfte dann dein sein. Ja, das sind meine, die nehme ich mir mal. Also ich wäre jetzt mit dem Verkaufen durch. Das freut mich für dich. Das sind 24.000, 28.000 Liter, 35.000 Liter, ja, ist nicht genug, ganz klar. Ganz klar. Anderthalb Paletten. Ja, kein Stress. Ich nutze die Zeit. Boah, der hat auch schon wieder gut Kohle.
weiß, dass es noch nicht voll ist, aber was ich drin habe, habe ich drin. So, bin durch. Ja, liebe Leute, wir sind durch für heute. Ach, das reimt sich. Es ist ja so geil. Ich könnte Poet werden. Unglaublich. Oh. Unfassbar, ey. Demnächst Onkel Friesenjungs Gedichtestunde hier auf YouTube. Verpasst es nicht. Besucht ihn auf seiner Homepage. Dort im Blogbereich. Genau. Nur für euch. Ja, hey, vielen Dank. Der Jens führt mit 2 Punkten, 6-4. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Setzt mich natürlich mächtig unter Druck. Das heißt, er braucht nur noch 2 Punkte, dann hat er gewonnen. Das wird jetzt ganz schön schwierig für mich. Also entweder, weiß ich nicht, sabotiere ich ihn oder was auch immer. Nee, keine Ahnung. Wir schauen mal, wie es weitergeht. In diesem Sinn bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage tschö. Ich auch. Macht's gut. Ciao, ciao.